Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mit euch zusammen so einen süßen Babyschuh häkeln. Der ist geeignet für die Größe von 0 bis 6 Monaten. Und das hat hier auch so eine andersfarbige Sohle und ist relativ schnell zu häkeln. Was ihr dafür braucht, ist Wolle. Die Materialangaben stelle ich euch wieder unten in die Infobox. Ich habe hier so eine blaue Wolle, die habe ich aus dem Internet. Und so eine gelbe vom Supermarkt und eine Häkelnadel in der Größe 3,5. Ihr beginnt mit einer Luftmaschenkette. Dafür bilde ich mir hier so eine Schlaufe. Nehme den Faden hier unten durch auf die Häkelnadel und ziehe leicht fest, nicht zu fest. Dann häkelt ihr 10 Luftmaschen. Dafür holt ihr den Arbeitsfaden und geht hier durch die Schlaufe durch. 1, Faden holen und durchziehen. 2, Faden holen und durchziehen. 3, neun und 10. Jetzt habt ihr eine Luftmaschenkette gebildet und nun sticht ihr in die zweite Masche von der Häkelnaht aus gesehen ein, in diese hier, und häkelt eine feste Masche. Dafür geht ihr hier durch in die oberste Schlaufe, holt euch den Arbeitsfaden, ihr habt zwei Schlingen drauf, holt den Faden erneut und mascht beide ab. Das ist eine feste Masche. Für Anfänger empfehle ich, die erste Masche jetzt mit einem Maschmarkierer zu markieren, dass ihr später am Ende darunter wisst, wo ihr einsticht. Nun folgen 7 feste Maschen in die darauffolgenden Luftmaschen. Dafür gehe ich hier rein. Arbeitsfaden holen und beide Maschen abmaschen. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Das, was wir jetzt häkeln, wird dann später unsere Sohle. So sieht das Ganze aus. Und jetzt ist hier noch eine letzte Masche übrig. In diese letzte Masche häkeln wir jetzt 5 feste Maschen gleichzeitig rein. Also. Eine. Jetzt gehe ich hier gleich nochmal rein. Das hat dann einfach den Effekt, dass wir hier drumherum häkeln und später auf der anderen Seite dann weiter häkeln. Eine. Ich gehe nochmal rein, häkel eine zweite. Ich gehe nochmal rein, häkel eine dritte. Und fünfte. Ich ziehe hier ein bisschen fest und häkle jetzt auf der anderen Seite weiter. Und zwar nicht in die Masche, in die wir jetzt gerade 5 Maschen reingehäkelt haben, sondern in die darauffolgende. Das ist diese hier. Die erkennt ihr auch immer hier unten an den Maschen, an diesen Vs. Das sind ja unsere festen Maschen. Da jeweils 7 Stück rein, so dass am Ende noch eine Masche übrig bleibt. Also
Ich steche jetzt hier ein. Ich gucke auch, dass ich danach immer beide Maschenglieder auf der Nadel habe. Und häkle jetzt hier auch eine feste Masche. Eins. Die nächste ist hier. Da, wo sich das V befindet. Hier gehe ich rein. Häkle meine zweite. Sechs und sieben. Und jetzt hier in meine letzte Masche häkle ich insgesamt zwei feste Maschen. Eins, zwei. Und so haben wir unsere erste Runde dann auch fertig. Und wir schließen jetzt die Runde in die erste feste Masche vom runden Anfang, die wir ja markiert haben. Ich nehme den Maschenmarkierer raus, gehe hier in die erste Masche rein und schließe mit einer sogenannten Kettmasche. Das heißt, ich hole mir den Arbeitsfaden, ziehe den durch die Schlaufe und gleich durch die nächste durch. Und so ist die Runde abgeschlossen. So sieht das Ganze jetzt aus. Nun folgt Runde 2. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir häkeln jetzt in halben Stäbchen weiter, also man könnte einfach zwei Luftmaschen machen am Anfang. Und dann in halben Stäbchen weiter häkeln. Dann gibt es die Variante, dass man am Anfang eine feste Masche macht als Aufbaustäbchen und dann in halben Stäbchen weiter häkelt oder auch in Spiralrunden, wo wir gar keine Kettmasche brauchen. Ich nehme jetzt aber eine andere Variante, also welche Variante ihr nehmt, ist eigentlich egal. Die hier, die ist für Anfänger, finde ich ganz gut. Ihr häkelt einfach nur eine Luftmasche und häkelt jetzt euer erstes halbes Stäbchen genau hier rein. Ich komme ein bisschen näher ran. Wenn ich hier so ziehe, seht ihr, dass hier so ein kleines Löschle entsteht. Und das ist die Masche, also die Masche, wo sich auch die Kettmasche drin befindet. In die gleiche Masche häkle ich jetzt ein halbes Stäbchen. Für ein halbes Stäbchen nehme ich einen Umschlag auf die Nadel, gehe jetzt hier rein, hole mir den Arbeitsfaden, habe drei Schlingen drauf und die häkle ich jetzt alle zusammen ab. Das ist ein halbes Stäbchen. Und auch dieses halbe Stäbchen markiere ich mir jetzt wieder. So, das war jetzt unsere erste. Jetzt folgen wieder sieben halbe Stäbchen. Umschlag nehmen. Das hier ist jetzt meine nächste Masche. Hier gehe ich rein. Guck, dass ich beide Maschenglieder drauf habe. Habe drei Schlingen drauf. Hol den Arbeitsfaden erneut. Und Masche ab. Zwei. Und in die nächste. Nee, das ist das erste gewesen. Jetzt kommt Nummer 2. Sechs und sieben.
Nun sind wir an der Stelle, wo wir vorhin die fünf festen Maschen in eine Masche gehäkelt haben. Und in diese fünf Maschen häkeln wir jetzt jeweils zwei halbe Stäbchen. Also, Faden holen, in die erste ein halbes Stäbchen und in die gleiche Masche, in die ich gerade gehäkelt habe, häkle ich jetzt nochmal rein und habe somit zwei halbe Stäbchen, also ich verdoppel hiermit, um eine Größenzunahme zu erzielen. In die nächste Masche auch wieder zwei halbe Stäbchen. Das muss ich nochmal machen. Hat sich der Faden gespalten? Also eins. Zwei. Eins. Zwei. Den Faden vom Anfang, den zieht er später noch ein bisschen fest und vernäht den hier dann an der Innenfläche. Eins, zwei, jetzt kommt Nummer drei. Auch hier zwei rein. Vier. Und in die fünfte auch. Zwei halbe Stäbchen. So, nachdem wir diese fünf Maschen gehäkelt haben, jeweils zwei halbe Stäbchen in eine, folgen wieder sieben einzelne halbe Stäbchen. Also Faden holen. In die nächste Masche rein und ein halbes Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und die letzten beiden Maschen, das ist die Masche, die wir vorhin verdoppelt haben. Ich gehe mal ein bisschen heran. Eins, zwei. Nicht verwechseln mit dieser hier. Da könnte man meinen, dass man da noch eine Masche hat. Das ist aber die dazugehörige Kettmasche und in diese häkeln wir nie rein. Daran denken. Genau, also und die letzten beiden Maschen, diese hier, häkle ich jetzt auch jeweils zwei halbe Stäbchen. Und in die nächste. Auch zwei halbe Stäbchen. Und geschlossen wird wieder mit einer Kettmasche. Also hier, wie gesagt, diese bleibt frei. In die erste Masche vom Anfang. Ihr nehmt euren Maschenmarkierer raus und häkelt hier eine Kettmasche rein. Und habt jetzt auch die zweite Runde beendet. So sieht unsere Sohle bisher aus. In Runde 3 häkle ich wieder eine Luftmasche und das halbe Stäbchen direkt wieder hier in die Masche, wo auch meine Luftmasche drin ist, die Kettmasche. Da rein.
täglich ein halbes Stäbchen. Und markiere mir dieses wieder mit einem Maschenmarkierer. Nun folgen 12 halbe Stäbchen in die nächsten 12 Maschen. Hier rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Nach den 12 halben Stäbchen folgen in die nächsten 3 Maschen auch wieder jeweils 2 Verdoppelungen. Also in die nächsten 3 häkle ich jeweils 2 halbe Stäbchen. In die nächste auch 2. Und in die dritte auch 2 halbe Stäbchen. Nun folgen wieder 12 halbe Stäbchen in die jeweils darauf folgenden 12 Maschen. Und in die letzten 2, die übrig bleiben, häkeln wir nochmal 2. Also jetzt erst wieder 12 halbe Stäbchen häkeln. Und dann treffen wir uns hier am Ende von den letzten 2 Maschen. Ich habe jetzt 12 halbe Stäbchen gehäkelt und jetzt befinde ich mich hier bei den letzten beiden Maschen. Das ist meine Kettmasche. Und hier in die letzten beiden von der Runde häkle ich wieder jeweils 2 halbe Stäbchen. Eins. Und in die nächste auch 2 halbe Stäbchen. Und wir schließen mit einer Kettmasche. Na. Geschlossen wird wieder mit einer Kettmasche jetzt hier in die erste Masche vom Anfang. Und das ist jetzt unsere Sohle, die ist jetzt fertig. Das hier wird dann die Außenseite und das ist die Innenseite. Nun wechsle ich meine Farbe. In dem Gelbton und mache meine Luftmasche bereits in der neuen Farbe. Dann ziehe ich hier hinten fest. Ihr könnt dann auch später den Faden abschneiden und ihn vernähen. Ich habe jetzt meine Luftmasche bereits in der neuen Farbe gebildet. Und jetzt häkle ich einmal komplett rundherum
in halben Stäbchen und steche hierbei aber nur in das hintere Maschenglied ein. Das hintere Maschenglied, wenn ihr die Schuhsohle so mal anguckt von der Seite, das was zu euch zeigt hier ist das vordere Maschenglied und das hier ist das hintere Maschenglied. Und wir häkeln jetzt immer nur noch in das hintere Maschenglied in dieser Runde, um so eine Kante zu erzeugen. Also wir fangen an und auch hier gleich in die erste Masche, in das hintere Maschenglied, ein halbes Stäbchen. Und auch das markiere ich mir wieder mit meinem Maschenmarkierer. Dann in die nächste Masche, ins hintere Maschenglied, hier ein halbes Stäbchen. Und die nächste wieder ein halbes Stäbchen. Und in die nächste wieder ins hintere Maschenglied ein halbes Stäbchen. Das erzeugt dann später so eine Kante, das seht ihr hier schon, dadurch, dass sich das vordere Maschenglied dann nach außen zeigt, was dann eine schöne Kante gibt. Und so häkelt ihr komplett die Runde herum, immer nur ins hintere Maschenglied. Also in dieser Runde folgen keine Zunahmen mehr. Komplett herum bis zum runden Anfang. So, ich bin am Ende von meiner Runde. Und hier in dieser letzte blaue Masche wird nicht eingestochen. Und ich schließe mit einer Kettmasche. Hier oben in meine erste Masche ein. So sieht der Schuh jetzt bisher aus. Und nun beginnt eine neue Runde. Ich häkel wieder eine Luftmasche. Dann ein halbes Stäbchen hier direkt rein. Und nun häkle ich komplett drumherum in halben Stäbchen und steche diesmal wieder in meine beiden Maschenglieder ein. Also noch einfach, ganz einfach, eine Runde komplett mit halben Stäbchen und ich steche wieder hier in beide Maschenglieder ein. Markiert auch hier wieder euren Anfang der Runde. Und häkelt jetzt komplett drumherum. In jede Masche ein halbes Stäbchen häkeln. So, wir sind jetzt hier am Ende der fünften Runde. Und auch hier schließe ich wieder mit einer Kettmasche hier in meine erste feste Masche. Oder nicht feste Masche, sondern am halben Stäbchen. Faden nehmen und durchziehen. So sieht unser Schuh jetzt bisher aus. Also eher wie so ein kleines Schiffchen. Und jetzt in der sechsten Runde beginnen wir mit den Abnahmen vorne, dass sich diese typische Schuhform bzw. Bootyform ergibt. Ich habe zwischenzeitlich schon mal die anderen Restfäden vernäht, dass die nicht mehr so sehr stören beim Häkeln. Also, sechste Runde beginnt wieder mit einer Luftmasche. Dann mache ich mein erstes halbes Stäbchen direkt hier rein. Hier.
Das zählt jetzt auch schon als unser erstes Stäbchen. Ich markiere es wieder. Das ist Nummer 1. Und wir häkeln jetzt insgesamt 11 halbe Stäbchen. Also, das war jetzt das erste. 1. Dann kommt das zweite. Dann das dritte und so weiter. Insgesamt 11 halbe Stäbchen. So, ich habe jetzt 11 halbe Stäbchen gehäkelt und nun häkle ich die nächsten beiden halben Stäbchen zusammen. Und zwar so, indem ich einen Umschlag nehme, in die nächste Masche reingehe, Arbeitsfaden hole und jetzt masche ich nicht ab, sondern ich gehe gleich in die nächste Masche rein, hole mir den Arbeitsfaden erneut, sodass wir 4 Schlingen auf der Nadel haben und diese masche ich alle zusammen ab. So haben wir jetzt aus 2 Maschen eine Masche erzeugt. Nun häkle ich auch wieder 2 halbe Stäbchen zusammen nach dem anderen Prinzip und das dann insgesamt 4-mal. Ich nehme einen Umschlag, gehe in die nächste Masche rein, das ist diese hier, hole meinen Arbeitsfaden, masche diesmal die ersten beiden Schlingen ab, habe jetzt wieder 2 drauf, hole mir den Arbeitsfaden erneut, gehe in die nächste Masche rein, hole den Arbeitsfaden, habe jetzt 4 drauf, masche die ersten beiden ab, jetzt habe ich noch 3 und masche die nächsten beiden ab. So habe ich auch wieder um eine Masche reduziert. Und nach diesem Prinzip machen wir das jetzt noch 3-mal. Jetzt kommt das zweite Mal. Faden holen, durch die erste Masche durch. Zur Hälfte abmaschen, die ersten beiden. Dann wieder Umschlag holen. Durch die ersten beiden. Stopp. Und durch die letzten 3 abmaschen. Das war jetzt das zweite Mal. Und das jetzt das gleiche noch 2-mal. Arbeitsfaden holen. Durch die nächste Masche durch. Die ersten beiden abmaschen, wieder Umschlag machen. Ich gehe in die nächste Masche rein, hole mir den Arbeitsfaden, masche die ersten beiden ab und dann die letzten 3. Noch einmal Umschlag nehmen, wie zum halben Stäbchen einstechen, nur zur Hälfte abmaschen. Umschlag erneut, holen durch die nächste durch, die ersten beiden und die letzten 3. Und hier die nächsten beiden Maschen machen wir wie am Anfang. Ich hole mir den Arbeitsfaden, gehe in die Masche rein, gehe jetzt hier gleich in die nächste rein, habe 4 Schlingen drauf und masche alle 4 gleichzeitig. Das waren jetzt unsere Abnahmen. Jetzt fängt sich auch langsam der Schuh an zu formen. Und in die nächsten 12 Maschen häkle ich jetzt wieder ein halbes Stäbchen. Bis zum runden Ende. Also, durch. 1. 2. 3, 4, 5, 6,
nochmal 10. 11. Und 12. Und die wird nicht reingemascht und ich schließe die Runde mit einer Kettmasche. Die siebte Runde beginnt wieder mit einer Luftmasche und jetzt häkeln wir insgesamt 10 halbe Stäbchen. Hier in die erste. Ich markiere mir wieder die Masche. Eins, zwei, drei, nur nachdem ich die 10 Maschen gehäkelt habe, halbe Stäbchen, werden diese beiden wieder zusammen abgemascht. Ich hole mir den Umschlag, gehe durch, gehe gleich durch die nächste, habe 4 Schlingen drauf und masche alle 4 auf einmal ab. Die nächsten 4 häkele ich nach dem Prinzip zusammen. Umschlag holen, durch die nächste Masche durch, zur Hälfte abmaschen, Umschlag holen, durch die nächste durch. Durch die ersten beiden durch, Umschlag holen, durch die nächste Masche durch, die ersten beiden abmaschen und die letzten 3 abmaschen. Und hier die letzten beiden masche ich wieder so ab wie am Anfang, durch die eine Masche durch, Faden holen, dann gleich durch die nächste durch, Faden holen, ich habe 4 Schlingen auf der Nadel und masche alle 4 ab. Und nun häkle ich in die restlichen Maschen wieder ein halbes Stäbchen bis zum Ende der Runde. Das sind in die nächsten 11 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Zehn und 11. Und ich schließe wieder mit einer Kettmasche hier in meine erste Masche. Die achte Runde beginnt mit einer Luftmasche und diesmal hegen wir jetzt feste Maschen. Hier in die nächsten 11 Maschen der Vorrunde häkeln wir 11 feste Maschen. Also ich gehe auch wieder hier am Anfang rein, häkle eine feste Masche,
Auch die markiere ich mir. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf und so weiter. Nachdem ich jetzt 11 feste Maschen gehäkelt habe, häkle ich jeweils diese beiden und die nächsten beiden festen Maschen zusammen. Ich gehe in die nächste Masche rein, hole mir den Arbeitsfaden und gehe direkt in die nächste rein, hole mir den Arbeitsfaden, habe drei Schlingen auf der Nadel und masche alle drei ab. Auch das wiederhole ich mit den nächsten beiden. Ich gehe in die nächste Masche rein, Arbeitsfaden holen, in die nächste rein, Arbeitsfaden holen, ich habe drei Schlingen drauf und masche alle ab. Nun werden wieder feste Maschen gehäkelt bis zum Ende der Runde. Und zwar insgesamt in die nächsten 10 Maschen. Achtet darauf, dass er nicht in die gleiche Masche wieder einsticht. Das passiert oft, wenn hier die Maschen zusammen abgemascht werden. Also die nächste Masche ist dann diese hier. Hier häkle ich jetzt meine feste Masche rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und 10. Hier schließe ich wieder mit einer Kettmasche. So sieht das Schürchen bisher aus. Und nun geht es eigentlich leicht weiter. Das ist jetzt das Schwerste, ist geschafft. Jetzt in der 9. Runde häkeln wir einfach komplett herum, nur halbe Stäbchen. Also eine Luftmasche, die erste wieder, das erste halbe Stäbchen wieder hier rein. Markieren. Und weiter geht's, indem wir jetzt in jede Masche der Vorrunde ein halbes Stäbchen häkeln. Eine Runde komplett drumherum. Bis hier zum runden Anfang wieder. So, ich habe komplett herumgehäkelt in halben Stäbchen. Schließe hier wieder meine Runde. Nun, die vorletzte Runde, beginne ich mit zwei Luftmaschen, weil ich jetzt in ganzen Stäbchen arbeite. Das heißt, eine Runde komplett herum in ganzen Stäbchen. Dafür nehme ich einen Umschlag, gehe hier wieder durch meine erste Masche durch und masche erst die ersten beiden ab und dann die nächsten beiden. Auch diese wird wieder markiert. Und ich häkle komplett herum in ganzen Stäbchen. Also Umschlag holen, in die nächste Masche rein, die ersten beiden abmaschen und die nächsten beiden abmaschen. Das ist
ein ganzes Stäbchen. Die ersten beiden, die nächsten beiden. So gewinnen wir nochmal deutlich an Höhe. Die ersten beiden, die nächsten beiden. Eine Runde wieder komplett rundherum. Ganze Stäbchen arbeiten. Hier häkle ich meine letzte halbe Stäbchen oder ganze Stäbchen rein. Und bin jetzt hier auch wieder am Ende von der Runde und schließe hier oben mit einer Kettmasche in die erste Masche. Jetzt beginne ich meine letzte Runde. Die schließe ich nochmal in der Farbe von der Sohle ab. Ich nehme hier mein andersfarbiges Garn, das blaue, ziehe es durch und ziehe am gelben fest. Das ist meine Luftmasche. Und jetzt häkle ich komplett herum in festen Maschen. Also hier rein, eine feste Masche. Hier zieht ihr hinten nochmal fest, dass das hebt. Und häkelt jetzt komplett die Runde herum in festen Maschen. Also nächste Masche, eine feste Masche. In die nächste Masche, eine feste Masche. In die nächste. So, unser Babybooty ist nun fast fertig. Ihr könnt ihn auch so lassen und ihn zum Beispiel mit so einem Knopf verzieren. Ich werde jetzt noch eine Luftmaschenkette häkeln mit 50 Luftmaschen. Dafür nehme ich mir hier wieder meine Schlaufe, meine Anfangsschlaufe und häkle jetzt einfach 50 Luftmaschen. So, ich habe jetzt noch 50 Luftmaschen gehäkelt. Ich schneide jetzt meinen Faden ab. Ziehe das Arbeitsgarn nochmal durch. Und mache jetzt jeweils an den beiden Enden nochmal einen Knoten rein, einen kleinen. So, und am Ende geht ihr in eure drittletzte Runde, 1, 2, 3, sucht da ungefähr die Mitte von dem halben Stäbchen und jetzt fädelt ihr einfach das Garn, also die Luftmaschenkette, die ihr jetzt gemacht habt, hier ein. Ihr könnt euch da auch eine Häkelnadel zur Hilfe holen. Und das jetzt einfach immer hier komplett in die nächste rein und wieder durch. So, und so sieht das dann aus, wenn das hier eingefädelt ist. Ihr könnt es hier so hängen lassen oder hier wie bei dem anderen Schuh, da habe ich so ein Schleifchen gemacht. Und ja, das war, wie man ein Babybooty häkelt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Ist auch wirklich ein süßes Geschenk
zur Geburt und relativ schnell gemacht. Und bis zum nächsten Mal, eure Maschenmarie.